Suchst du nach dem goldenen Licht? Verstehe doch, dass du es bist. An jedem Tag, in jeder Stunde, hörst du es aus meinem Munde. Du bist frei, du bist unendlich, mach dich deiner selbst erkenntlich. An deinem Ohr grüßt dich das Glück. Wir werden eins, Stück für Stück. Hallo Glückspilz und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Es ist so schön, dass du heute wieder hier bist, denn ich möchte diese ganz besondere heutige Podcast-Folge einem mir sehr am Herzen liegenden Thema widmen, weil ich weiß, dass wenn wir das hier, was wir heute alles besprechen werden, alle beachten, dann führt das automatisch auch zu einer Welt, die viel friedlicher ist, wo sich weniger Menschen gegenseitig verletzen und wo wir in Einklang mit uns selbst und unserer Umwelt leben. Denn es soll heute darum gehen, dass wir lernen oder uns vielmehr daran erinnern, wie es ist, in Frieden und Einklang mit uns selbst zu leben, diesen inneren Kampf aufzugeben. Nicht mehr so hart mit uns selbst ins Gericht zu gehen, wenn etwas nicht gleich so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben oder gewünscht haben. Denn ja, vielleicht hast du das an dir selber schon mal beobachtet. Manchmal ist es so einfach, für eine Freundin da zu sein oder für die Familie da zu sein oder für einen Freund da zu sein. Und manchmal ist es so schwer, im Gegensatz, für sich selbst da zu sein, verständnisvoll mit sich selbst zu sein. Und ich muss sagen, ich weiß nicht genau wieso, aber ich habe diesen liebevollen Umgang mit mir selber in den letzten Jahren geradezu perfektioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es damit zu tun hat, dass ich, wie gesagt, das wissen ja die meisten von euch schon, es gab auch schon eine Podcast-Folge dazu, eben schon in vielerlei Hinsicht eben mit Mobbing, aber auch Rassismus konfrontiert worden bin. Und weil sehr viele Menschen im Außen eben wohl gegen mich waren, auf eine gewisse Art und Weise, blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als meine stärkste eigene Befürworterin zu werden und meine eigene beste Freundin. Und ja, ich denke, dass sich dadurch einfach ganz viel Zusammenhalt im Innen aufbauen konnte tatsächlich. Was auch ganz interessant ist, weil ne, also es hätte ja auch anders sein können, dass es etwas in mir auseinanderreißt. Aber ich habe da Raum gegeben, eben durch meine kreative Arbeit, durch Schreiben, durch Musizieren, durchs Malen oder auch die Schauspielerei. Zum Beispiel, ich habe ja sehr viele Jahre Theater gemacht an der Schule und auch danach im dramatischen Gestalten und 2 Jahre Musical und all das. Dieses mich und meine Seele ausleben, das war so die Zeit, da habe ich mich auch auf sehr vielen Ebenen eben kennengelernt. Und das hat mich sehr dabei unterstützt, da immer wieder diese Brücke zu schlagen zu diesem natürlichen Glücksgefühl, diesem Glücksfluss, der durch uns alle strömt. Ich kann aber das natürlich verstehen, dass es wahrscheinlich doch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, normaler ist und dieses Kollektivbewusstsein bei den meisten immer noch so herumgedreht ist, dass sie doch recht hart mit sich ins Gericht gehen und dass es eben ihnen nicht leichter fällt, mit sich selbst liebevoll zu sein, sondern wahrscheinlich eher leichter noch mit anderen liebevoll zu sein als mit sich selbst. Und sie können auch anderen immer ganz tolle Ratschläge geben, aber bei sich selber scheitern sie. Und ich möchte jetzt hier in diesem Vorspann, bevor wir in eine wohltuende Meditation mit dem Glück gehen, ich habe etwas vorbereitet. Und das möchte ich euch heute schenken, dass wirklich jeder, der das jetzt hört und der mal wieder in dieses Gefühl kommt, oh, ich bin vielleicht nicht gut genug oder ich zweifle wieder an mir und dieser innere Kampf wieder losgetreten wird, dass er sich einfach nur an diese Podcast-Folge erinnern muss und dann sowas sagt wie, hey, Naomi hat doch da mal diese eine Podcast-Folge rausgeholt. Ah ja, ja, genau. Hören wir das doch einfach nochmal an, machen die Meditation nochmal und dann wirst du hoffentlich dich danach auch wieder viel, viel mehr bei dir und in deiner Wahrheit und mit deiner Wahrheit verbunden fühlen. Und bevor wir in diese Meditation starten,
möchte ich dich sehr, sehr gerne noch etwas fragen. Stell dir einmal vor, du bist der erste und letzte und einzige Mensch auf dieser Welt. Du hast noch nie einen anderen Menschen getroffen, gesehen, wie auch immer. Das ist nur du und sonst niemand. Wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt bist, würdest du dann immer noch so hart mit dir ins Gericht gehen? Lass diese Frage kurz mal nachwirken. Ja. Viele von euch, da kommt da gleich der innere Kritiker, so, ja klar, weil ich bin ja nicht perfekt und so weiter. Das ist vielleicht auch ein bisschen abstrakt, diese Vorstellung. Aber es hat natürlich einen Grund, warum ich diese Frage gestellt habe. Und dieser Grund ist, dass dieses Leiden oft dadurch fabriziert wird, dass wir weg von uns selbst gehen. Wir gehen weg von unserer eigenen Einzigartigkeit und von unserer eigenen Reise durchs Leben und weg von dem Tempo, in dem wir vielleicht auch gerade etwas lernen oder etwas erfahren oder durchleben. Wir gehen weg von uns selbst und orientieren uns zu sehr im Außen. Wir schauen, was die anderen machen, was die oder der da draußen machen, wie weit die vielleicht auch schon sind. Und dann fängt der Vergleich an. Und über den Vergleich kommt dann dieser eine Anteil in uns ziemlich stark nochmal raus, der sagt, hey, wenn du dir anschaust, wo diese schon sind und wo du jetzt bist, das ist noch lange nicht gut genug. Du musst schneller, du musst weiter, du musst besser. Und dann fühlt es sich an wie so ein riesiger Druck, der plötzlich auf unserer Brust lastet. Und manchmal ist es so, so schwer, das in diesem Moment abzustellen. Es ist deshalb so schwer, weil wir uns dagegen auflehnen, weil wir innerlich anfangen zu rebellieren. Und indem wir anfangen zu rebellieren, rebellieren wir gleichzeitig auch gegen uns selbst. Weil wir gegen diesen Anteil in uns rebellieren, der uns diese negativen Emotionen erzeugt, rebellieren wir gleichzeitig auch gegen uns selbst. Und wir geben diesen Anteil in dem Moment ganz, ganz selten einen Raum. Ganz, ganz selten eine Bühne, auf die sich dieser Anteil erstmal stellen darf, um zu erklären, was er damit eigentlich meint, wirklich in der Tiefe. Und weil wir das meistens einfach unterdrücken oder weghaben wollen und anfangen, wie in so eine Art inneren Dialog mit diesen negativen Anteilen zu gehen und uns da hochzuschaukeln und einfach in einen negativen Self-Talk abrutschen, wird dieser Druck immer mehr und immer mehr und wir fühlen uns immer bedeutungsloser, leider. Und wir spüren in uns auch gleichzeitig wieder dieses Gefühl von Enge, negative Gefühle. Und wir wollen es einfach nur noch loshaben in dem Moment. Das ist genau die Art und Weise, die diese negativen Gefühle tatsächlich immer größer werden lässt. Wenn wir es einfach abschneiden wollen, wenn wir es loshaben wollen, wenn wir es unterdrücken wollen, wenn wir es wegsperren wollen, all diese Anteile, die uns so sehr wehtun, wenn wir dem keinen Raum geben, wenn wir denen nie erlauben, mal auf ihre eigene Bühne zu gehen, damit sie endlich gesehen werden. Ja? Denn im Grunde ist diese Sache, wenn wir sagen, okay, das ist etwas Negatives, dann ist das nur unsere Bewertung. Aber im Grunde ist es komplett neutral und nur, dass wir, weil wir eben sagen, das ist jetzt schlecht oder das gefällt mir nicht, löst es auch negative Emotionen aus. Und dadurch wird das Ganze erst negativ, obwohl es eigentlich einfach erstmal nur ist. Das ist etwas, was sich in uns entwickelt und dem zu oft das So-Sein, wie es ist, verwehrt wird. Was, wie gesagt, dazu führt, dass es immer und immer wieder kommt. So lange, bis wir dem Ganzen die Hand reichen und uns mit diesem Anteil anfreunden, anstatt ihn ständig wegzudrücken. Und ich finde das sehr, sehr spannend tatsächlich, dieses Prinzip, weil wir es alle irgendwann gelernt oder abgeschaut haben, ja eben genau das Gegenteil zu tun. Also nicht zu sagen, ja, das ist ein Anteil in mir und ich höre dem jetzt mal zu, um herauszufinden, was ich davon lernen kann oder was das über mich gerade erzählt, wo vielleicht noch Heilung vonstatten gehen darf.
Und ja, especially in dieser Folge möchte ich, dass du dich wieder mit all den Anteilen in dir befreundest und verbündest. Denn auch wenn sich dieser innere Groll, Ärger, Zorn, was auch immer es ist, nicht gut anfühlt, dann hat er auch immer einen geheimen Nutzen. Und nach diesem geheimen Nutzen möchte ich dich einmal einladen, zu fragen, ja, was ist der Nutzen dahinter, was ist der Vorteil davon, dass diese innere Stimme aufkommt, die mich niedermacht? Warum sabotiere ich mich selbst? Was ist der geheime Nutzen davon? Und dann wirst du vielleicht drauf kommen, dass der geheime Nutzen davon zum Beispiel sein könnte, dass du dich raw, 100% authentisch, so wie du bist, nicht zeigen musst, dass du dich noch klein halten kannst. Das heißt, es ist so eine Art von Schutzfunktion, ja, die da aufgefahren wird. Weil indem du dich dann selber kleinredest, dann bleibst du ja genau dort, wo du eben schon bist. Und es ist auch oft so, dass wir, ja, wir haben auch Angst vor dem Ungewissen, aber manchmal haben wir auch Angst davor, das Gewohnte zu verlieren. Ja, weil wir denken, dass egal was kommt, das, was kommt, ist auf jeden Fall schlimmer als das, was wir jetzt schon kennen. Und weil wir mit dem, was wir jetzt schon kennen, eben ganz gut überlebt haben, ja, wollen wir da lieber bleiben, als diesen Sprung ins Ungewisse zu wagen. Und dann kommen eben solche Geheimnutzen zustande. Das heißt, wenn irgendein Anteil in dir sozusagen noch denkt, hey, ich muss noch etwas hier beschützen, ich muss mein Herz beschützen, ich muss meine Kunst beschützen, ich muss meinen Job beschützen, dann kann es sein, dass auf Umwegen, wie gesagt, weil es ist nicht immer dann auch offensichtlich, wir reagieren einfach nur. Und wenn man da aber manchmal tiefer blickt, dann merken wir, oh Moment, eigentlich sabotiere ich mich gerade selber, weil ich noch nicht bereit bin anzuerkennen, dass ich genau so, wie ich bin, richtig bin und mich zeigen darf, so wie ich bin und so in die Welt rausgehen darf, so wie ich bin, mit meinen ganz eigenen Farben und Talenten und dem, was ich einfach in mir spüre, das raus will. Aber indem ich mich eben innerlich klein halte und zurückhalte, schütze ich mich davor, auch nur irgendeine Art von negativer Kritik im Außen zu kassieren. Ja? Ich weiß nicht, ob du es kennst oder ob du dich vielleicht gerade selber so ein bisschen ertappt fühlst, aber ganz ehrlich, es ist leichter, es fühlt sich zumindest leichter an oder wir geben uns diese Illusion von, es ist leichter, wenn wir uns selbst kritisieren, als wie wenn jemand von da draußen kommt und sagt, hey, du bist doof oder du kannst das nicht. Ja? Und das Zweite ist, dass wir uns Dinge ganz oft selbst von Anfang an erstmal madig reden. Ja, also in so eine Erwartungshaltung davon gehen, dass wir es sowieso nicht schaffen, dass wir es sowieso nicht können, weil dann am Ende die Enttäuschung auch nicht so groß ist, wenn wir es dann tatsächlich nicht geschafft haben. Ha? Und du darfst jetzt hier dich auch selber nochmal ganz authentisch fragen, okay, was ist denn der geheime Nutzen davon? Was ist da für ein Vorteil, so ein versteckter Vorteil für mich, wenn ich mich selber so klein halte? Was könnte dahinter stehen? Vielleicht möchtest du hier auch einmal pausieren und diese Frage in dein Journal schreiben und kurz darüber philosophieren, weil wenn du das einmal für dich rausgefunden hast, dann kannst du anfangen, damit Frieden zu schließen und vor allem auch anfangen, mit diesem Anteil in dir Frieden zu schließen, indem ihr eben nicht mehr gegeneinander kämpft, sondern zu wunderbaren Verbündeten werdet, die sich gegenseitig helfen. Es muss aber auch gesagt werden, dass dieser Anteil, wenn wir diesen Anteil jetzt den inneren Kritiker nennen, dass dieser innere Kritiker ja immer negativ daherkommt. Also er wird immer kritisieren. Das ist, wie gesagt, sein Job. Der wird nicht herkommen und sagen, hey, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, nee, Oma, komm, lass uns mal gemütlichen Tee trinken. Nee, der fällt wahrscheinlich gleich mit der Tür ins Haus und bringt seinen Standpunkt klar. Und es liegt dann an uns in diesem Moment, wie wir darauf reagieren und ob wir es zulassen, dass wir damit und davon lernen können oder ob wir uns dadurch zurückhalten und kleiner werden lassen. Ja? Und das obliegt tatsächlich unserer eigenen
Entscheidung. Und du wirst sagen, nee, das ist gar nicht, ich habe das Gefühl, mir sind die Hände gebunden, ich kann da nicht anders. Du kannst schon anders, es ist nur so, dass du es jahrelang anders geübt hast. Und genauso ist es jetzt. Es geht darum, diese Gewohnheit umzufunktionieren und diese Gewohnheit umzumodellieren. Und das kannst du nur, indem du in kleinen Schritten anfängst und eben nicht nach zweimal, wo es dann eben nicht gleich geklappt hat, sagst, ja, das wird niemals klappen, sondern immer und immer weitermachst. Ja, frag dich mal, okay, ich weiß nicht, wie alt du bist, vielleicht bist du 26, dann wirst du höchstwahrscheinlich Minimum bewusst 20 Jahre lang diesen einen Glaubenssatz zum Beispiel, ja, geübt haben. Ja? Und in dieser ganz sensiblen Phase von 0 bis 7 Jahre, da wirst du den Glaubenssatz vermutlich entwickelt haben und geübt hast ihn dann Minimum 20 Jahre. Und wenn du schon mal versucht hast, eine Gewohnheit, also wirklich irgendwie was Lapidares auch nur zu ändern, ja, ob es jetzt sowas ist wie, du hast deinen Schreibtisch ein bisschen umgestellt und plötzlich hast du deine Stifte von der linken in die rechten Schublade gepackt, dann wirst du dich, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, so eine kleine lapidare Sache, dann wirst du dich selber immer wieder dabei ertappen, dass du zu der linken Schublade greifst, weil da vorher eben die Stifte drin gewesen sind. Und come on, das ist sowas Kleines, nicht Lebensveränderndes. Und wenn das schon so schwer fällt, dann überleg dir mal, warum du trotzdem noch so hart mit dir ins Geschäft, wollte ich schon sagen, ins Gericht gehst, wenn es darum geht, ein Muster, das seit über 20 Jahren in dir wirkt, umzumodellieren. Es braucht Zeit, es ist Übung. Ich sage immer so gern, mit dem Glück verhält es sich wie mit einem Sixpack. Man muss es trainieren. Du darfst täglich in das Fitnessstudio der guten Laune gehen und dort deine Klimmzüge des Glücks machen. Okay? Glück ist wie ein Muskel, den du trainierst. Und in diesem Sinne werden wir jetzt ins Happy Studio gehen mit der folgenden Meditation zusammen mit dem Glück. Mach es dir dazu bequem und lausche den Worten des Glücks und verbinde dich wieder mit dir selbst, deinem inneren Frieden, deinem inneren Licht und erinnere dich daran, dass du geliebt bist. So besonders und unendlich wertvoll bist. Hey, hier spricht das Glück. Und ich möchte dich jetzt auf eine gemeinsame Meditation einladen. Dazu finde einmal einen bequemen Platz für dich, wo du in den nächsten Minuten ungestört bist. Setz dich oder leg dich dort ganz bequem hin. Roll deine Schultern zurück. Schließe deine Augen. Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deinen Knien ab. Und beginne hier gemeinsam mit mir zusammen tief zu atmen. Einmal durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Dies wiederholst du nun dreimal. Und achte nun darauf, wie du dich über deinen Atem immer mehr mit dem Hier und Jetzt verbindest, ganz im gegenwärtigen Moment ankommst. Durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Stell dir beim Einatmen vor, dass ein wunderschönes, weiß-goldenes Licht in dich hineinfließt, durch deinen ganzen Körper fließt und beim Ausatmen grauer Rauch, der sinnbildlich für all das steht, was dir gerade nicht mehr dient, aus dir herausfließt. Einmal tief einatmen durch die Nase. Und alles ausatmen, was dir nicht mehr dient. Sehr schön. Du
Du merkst jetzt mit jedem weiteren Atemzug, wie du immer mehr bei dir, in deiner Mitte und in deinem Herzen ankommst. Ich möchte dich zu einem kleinen Körper-Check-In einladen. Dafür fühl jetzt einmal in deine Zehen. Begrüße deine Zehen, schicke ein inneres Lächeln direkt zu deinen Zehen, dann in deine Füße, einmal in deine Beine. Bedanke dich bei deinen Beinen, dass sie dich so wunderbar das Leben tragen. Dann schicke einmal deine Aufmerksamkeit in dein Becken, in deinen Bauch, deine Brust, in deine Arme, bis hin zu deinen Fingern, deine Hände, und bedanke dich auch bei deinen Händen dafür, dass sie so großartige Arbeit für dich tun. Und von dort lenke deine Aufmerksamkeit zurück durch die Arme hin zum Nacken und zum Hals und in den Kopf hinein. Und jetzt stell dir nochmal vor, dass du mit dem nächsten Einatmen dieses weiß-goldene Licht von deinem Kopf ab durch deinen ganzen Körper schickst, bis hin zu deinen Zehen. Einatmen. Sehr schön. Und ausatmen. Jetzt lenke deine Aufmerksamkeit hier einmal ganz bewusst auf dein Herz. Vielleicht spürst du dein Herz auch ganz sachte Pochen, vielleicht unter deiner Brust, vielleicht fühlst du den Pulsschlag, aber gerade auch in deinen Händen oder an einer anderen Stelle deines Körpers. Konzentriere dich auf dieses Seichte auf und ab. Mit jedem weiteren Schlag merkst du, wie etwas weit wird in deiner Brust, wie es immer weiter aufgeht, wie als würde sich eine Tür öffnen, eine Tür direkt in die Unendlichkeit. Und du fliegst jetzt hinein, lässt dich fallen in diese Unendlichkeit aus Liebe und Licht, die dort auf dich wartet. Lässt dich fallen wie in eine Welle, die dich jetzt trägt. Und bist umgeben von Licht und Leichtigkeit und dem Gefühl, dass du hier vollkommen sicher bist, vollkommen eins mit dir bist, dass du dir erlauben kannst, ganz und gar in diesem magischen, göttlichen Moment aufzugehen, wo du in diesen Raum aus unendlichem Licht und Liebe getaucht wirst. Und damit auch eins wirst mit dieser Energie, die du bist, in deinem Kern, deinem tiefsten Innersten. Und du liegst jetzt immer noch auf dieser Welle mit geschlossenen Augen und schwebst vor dich hin. Genießt es hier einfach nur zu sein. Und du bemerkst jetzt die Anwesenheit von etwas oder vielmehr jemandem, der zu dir gekommen ist und dich ansiehst. Und du siehst jetzt von außen und weißt, dass du das bist. Du selbst bist gerade an dich herangetreten und beobachtest dich von außen, wie du dort liegst in deiner wunderbar wohligen Energiewelle. Erlaube dir in diesem Moment, dich einmal durch die Augen einer liebenden Freundin zu betrachten, voller Mitgefühl, voller Sanftheit, voller Liebe. Was denkst du, wenn du dich dort so liegen siehst? Mach dir einmal selbst hier auch ein Kompliment und erlaube dir, dass sich auch in diesem Moment ein Lächeln auf deine Lippen schleicht. Wie fühlt sich das an, sich selbst so voller Mitgefühl und Liebe zu betrachten? Und du darfst dir jetzt einmal vorstellen, dass
du in der liegenden Position wach wirst und dich aufsetzt und auch aufstehst. Und jetzt stehst du dir selbst gegenüber. Dir taucht gegenseitig in die Augen des anderen ein und ihr seht euch einfach nur an, kommuniziert über euren Blick. Was sagt ihr euch über eure Augen? Versuche so viel Liebe und Mitgefühl, wie es nur geht, in diesen Blick zu tun. Erlaube dir hier, dich durch die Augen einer wunderbar liebenden Freundin, Schwester, Mutter, Vater, Freund, eines Bruders zu betrachten. Sind da Worte, die hochkommen wollen, die du schon so lange gesehnt hast zu hören von irgendjemandem im Außen, die aber nie gekommen sind? Was könnten das für Worte sein? Sag sie dir jetzt. Nimm dir diesen Moment und sag dir all das jetzt, von dem du denkst, dass du es eigentlich viel öfter hören musstest, aus einem Standpunkt von Liebe und Vertrauen heraus. Vielleicht ist das so etwas wie: Ich sehe dich. Es tut mir leid, dass ich so lange gegen dich gearbeitet habe. Dabei habe ich vollkommen übersehen, dass du mir immer nur helfen wolltest, mit mir zusammenarbeiten wolltest. Ich danke dir dafür, dass du mich niemals aufgegeben hast. Du bedeutest mir unendlich viel. Du bist ein guter Mensch. Ich liebe dich. Du bist so wertvoll. Bitte verzeih mir, dass ich nicht immer gut mit dir umgegangen bin. Ich verspreche dir hier und in diesem Moment, dass ich ab heute darauf achten möchte, liebevoll mit dir umzugehen. Jetzt stell dir einmal vor, dass ihr euch in die Arme nehmt. So fest in die Arme, dass ihr den Herzschlag des jeweils anderen spüren könnt. Und spürt aber gleichzeitig, wie ihr eins werdet mit dieser wunderschönen weiß-goldenen Energie des Raumes und in ein strahlendes Licht aufgeht. Und dieses Licht wandert jetzt durch jede Zelle deines Körpers, vom Scheitelpunkt aus, wie eine Welle, durch dich hindurch und lässt dich langsam, aber sicher wieder wacher und klarer werden und mit dieser kraftvollen Intention, ab heute Hand in Hand mit dir zu arbeiten, in liebevoller Teamarbeit. Nimm hier noch einmal einen kräftigen Atemzug und spür dabei deine Füße hinein, deine Beine, deinen Bauch. Wecke jeden Teil deines Körpers jetzt langsam aber sicher wieder auf. Du darfst jetzt auch in deinem ganz eigenen Tempo wieder zurück ins Hier und Jetzt kommen. Glückspilz, herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt. Ich hoffe, du bist bei dir angekommen. Wie fühlst du dich gerade? Geht es dir besser? Fühlst du, dass deine Energy geschiftet worden ist? Bist du jetzt bei dir, deinem Herzen und mit dir verbunden? Ich hoffe, du hast gerade Ja gesagt. Und es ist, war mir mal wieder eine Ehre und eine riesige Freude. Ich danke dir von Herzen, dass du hier bist, dass du diesen Podcast hörst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und du bist damit automatisch Teil meiner ganz großen Vision, so vielen Menschen wie möglich nur dabei zu helfen, dass sie sich wieder mit ihrem natürlichen Glücksgefühl verbinden.
Und wenn du Lust hast und es noch nicht gemacht hast, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du hier eine Rezension über iTunes da lässt. Denn das hilft mir, das hilft dem Podcast, einfach noch sichtbarer zu werden, zu wachsen. Wenn du diese Folge all deinen lieben Freunden empfiehlst, oder wenn du jemanden kennst, für den das genau das Richtige ist, dann bitte, bitte, bitte teil das auf jeden Fall. Das würde mir wirklich die Welt bedeuten. Und wie immer freue ich mich jetzt natürlich auch, wenn wir uns gleich auf Instagram sehen. Und wenn du mir unter dem neuesten Post heute verrätst, wie dir die heutige Folge gefallen hat, ob dir die Meditation gut getan hat, ob du jetzt wieder mehr mit dir im Einklang bist und ob du bereit bist, dieses Abenteuer anzufangen, auf diese Reise zu gehen, dich wieder Hals über Kopf in dich selbst zu verlieben und deine Großartigkeit anzuerkennen. Ja. Denn du bist so wundervoll und ich hoffe, dass es nicht einfach nur Worte sind, die du hörst, sondern dass es eine Wahrheit ist, die direkt in dein Herz geht. Und falls das noch nicht ganz so ist oder allgemein du Lust hast, bald mit mir zusammen und ganz vielen weiteren Seelen ans Glücksfeuer zu kommen. Vielleicht erinnerst du dich noch. Ich glaube, ich habe euch im Podcast schon mal davon erzählt. Und ja, jetzt ist Frühjahr 2021 und ich hatte euch versprochen, das Glücksfeuer kommt auf jeden Fall im Frühjahr 2021. Und ich wollte jetzt hier ganz kurz schon mal anteasern, dass es wahrscheinlich im März soweit sein wird. Das heißt, die erste Session Glücksfeuer. Um nochmal kurz zu sagen, was das eigentlich ist. Das ist wie so eine ganz wundervolle, offene Coaching-Gruppe, in die du wöchentlich kommen kannst und dich, deine Seele sozusagen mit tollen Gedanken, Impulsen und gemeinsamen Meditieren wärmen kannst. Und ich freue mich schon sehr, damit euch loszulegen. Und wollte das hier gerade noch einmal in dein Gedächtnis rufen, dass da ja was in Bearbeitung ist, dass da was kommt. Und ich freue mich unendlich, wenn du dabei bist. Trag dich super, super gerne bereits auf die Warteliste ein. Du kannst dann, wenn du dich einträgst, eine Woche kostenfrei und ganz unverbindlich das einfach mal für dich austesten, dabei sein. Alle, die bei meinem Workshop Glück 2021 dabei gewesen sind, ihr habt sogar auch einen Code bekommen von mir. Schaut dann nochmal nach, nur als kleine Erinnerung, da war noch was. Genau, und ich freue mich so sehr auf alles, was da kommt und ich danke dir von Herzen, dass du hier Teil meiner ganz großen Vision bist und ich hoffe auch dich mit meiner Liebe für das, was ich tue, anstecken zu können, um dich dazu zu ermutigen, das Gleiche zu tun. Denn die Welt braucht dich, die Welt braucht dein Original. Und dieses Original kann sich dann am allerbesten entfalten, wenn du lernst und anfängst, auch dieses Original über alles zu lieben. Komme, was wolle. Du bist wunderbar, du bist ein Wunder. Und ich freue mich unendlich auf das nächste Mal mit dir hier bei Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch, deine Seele berührt.